Derby. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Star Wars The Old Republic. So, am Anfang des Videos kommt immer eine kleine Zusammenfassung, was wir in dem letzten Video gemacht haben. Also, alle die das letzte Video geguckt haben, wissen es, die das nicht geguckt haben, können das gerne noch nachholen. So, und auf jeden Fall begrüße ich euch erstmal zum zweiten Teil bei unserem Jedi-Ritter Graffa. Und dann würde ich sagen, sage ich euch kurz, was wir im letzten Video gemacht haben, und dann geht es ja auch schon los. Also im letzten Video sollten wir in einen Fleischräuber-Tunnel gehen, wo die Fleischräuber herkommen. Dort sollten wir einen Akolyten retten, der von einem angeblichen Jedi-Ritter bedroht wird. Er hat sich aber den Fleischräubern angezogen gefühlt. Diesen haben wir denn mit unseren Übungsschwertern besiegt. Und jetzt sollten wir zum Jedi-Tempel gehen. Und jetzt haben wir den Holocom-Monikator. Und heute werden wir außerdem noch unser Gefechtsgeschick auswählen. Das wird so in der Mitte des Videos passieren. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in das Gespräch. Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Gut. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit, Meisterin. Was ist euer Anliegen? Das ist kein Gespräch für einen Com-Kanal. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Okay. So, also wir sollen jetzt zu Satil Shan. Das ist die Ritterin, die er auch im Intro gesehen hat. Die mit dem Doppellaserschwert. Was? Gefechtsgeschick? Ah, doch, können wir noch auswählen. Ich dachte, weil es nicht mehr geblinkt hat. Ich hatte schon Schiss, ja. So, wo müssen wir hin? So. Ja, auf jeden Fall, gestern kam auch ein neues LS17-Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch anguckt. Gerne mal ein Like da lasst. Ich habe dort das Like-Ziel auf 30 Likes gesetzt erstmal. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid so eine tolle Community, dass wir das auch locker schaffen. So, da ist sie. Willkommen, Padawan. Überall im Tempel hört man schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt. Und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Ja, also wir können jetzt antworten, ich bin erschüttert, doch ich stehe. Mir ging es nie besser, ich komme schon zurecht. Ja, sagen wir es mal das Erste. Es tut mir leid, dass es zu Gewalt gekommen ist, aber ich freue mich, im Leben zu sein. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi-Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Ich bin stark genug zu widerstehen. Mein Feind schien ruhig zu sein. Der ja. Mann, gegen den ich kämpfte, war nicht ängstlich oder wütend. Nach außen hin vielleicht nicht. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft, aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Dankeschön. Dann medizieren Sie mal weiter.
So, also los geht's. Ein neues Übungsschwert. Cool, und Stufe 4. So, dann würde ich sagen, rüsten wir das direkt mal aus und wir bekommen gleich mehr Leben. Ja, steht uns auf jeden Fall. So, dann müssen wir nochmal nach oben. Passt perfekt. Können wir auch gleich nochmal zum Ausbilder gehen. Ja, das Gefechts... ich habe den Namen schon... Gefechtsgeschick, war richtig. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Ja, wenn wir wieder raus aus Midi-Tempel sind. Und dann ab. Gehen wir erst zum Ausbilder. Na, wir gucken uns das hier noch schnell an. Es gibt auch immer extra EP. Jetzt, wir haben jetzt 310 von 5270. So. Er hat sogar was Neues für uns. Was hat er denn schon? Ich würde mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Eiferschlag. Und bei Midi-Ritter. Wir können jederzeit zusammen üben. Eiferschlag. So, wie ich würde mal sagen, wir sortieren ein bisschen unsere Hand. Ja, ich denke, so ist es schon ganz sinnvoll. Ich kann euch nur empfehlen, er macht auf jeden Fall das Schloss zu. Da ich dann schon die Situation hatte, dass ich mitten im Kampf dann aus Versehen eine Fähigkeit rausgezogen habe, weil ich so schnell gedrückt habe. Ja, dann müsstet ihr das wieder suchen. Und dann könnt ihr sie im Kampf eben auch nicht mehr benutzen, außer, ja. So, und da sind wir jetzt auch schon in den Gemächern des Rates. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Okay. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Ja, wir fragen erstmal, was wir verpasst haben. Möchte mich jemand auf den aktuellen Stand bringen? Wir hatten nur ein nettes Weltuntergangspläuschen. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat. Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Aber ihr Anführer ist tot. Ja, jetzt sind sie es nicht mehr, würde ich mal sagen. Sie tragen Blaster und sind organisiert wie eine Armee. Wir müssen herausfinden, wieso. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgis, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm. Stärker, als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ja, ich betrachte es als Privileg. Immer mit der Ruhe. Vor dir liegt eine schwierige Aufgabe. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Okay. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Okay, bis gleich. So, dann gehen wir uns mal ausrüsten. Beim Ausbilder waren wir schon. Ja. Ich habe immer wieder vergessen, einen Timer zu stellen. Ich möchte mich so die 20 Minuten ungefähr einstellen, deswegen. Ich habe meine Stoppuhr beim letzten Mal gar nicht ausgemacht. Jetzt bin ich bei 197 Stunden, 47 Minuten und 40 Sekunden. Okay, so, dann starten wir jetzt mal, dann geht das Video jetzt noch 10 Minuten ungefähr. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt mal unser Gefechtsgeschick. Wir haben einmal Wachmann, Entschuldigung.
Manche versuche, ihre Feinde mit dem einzelnen Schlag auszuschalten. Doch der Wachmann, Wächter, setzt lieber gut kalkulierte Angriffe ein, die den Feind langsam, aber sicher zermürben. Seine aggressive Kampfhaltung und die gnadenlose Angriffe sogar sorgen dafür, dass die Feinde des Wachmanns für Schicksal erst begreifen, wenn es schon viel zu spät ist. Okay. Also könnte ich das gerne durchlesen. Ich habe jetzt mal eins vorgelesen. Ja, ich habe mich davor schon mal erkundigt. Wir nehmen das hier. Wir nehmen den Kampf. So, los geht's. Da sehen wir auch schon die Fähigkeiten, die wir in Zukunft bekommen werden. So, und dann können wir uns jetzt ausrüsten gehen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr abonniert. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall Verbesserungstipps in die Videobeschreibung. Also das mit dem Lesen nehmen, tut mir leid. Nur ich bin schon seit, ich habe heute schon sehr viel gelesen. Harztreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Mögt ihr ihn raten? Schon immer so über die anderen Meister? Missversteht das nicht. Es sind gute Leute. Ich bringe die Dinge nur lieber hinter mich. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Wieso hat Scheinbar ihr uns ausgewählt? Seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sagten mir meine Instinkte, dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht, wieso und zu welchem Zweck, aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Dann sind wir froh darüber. Ich freue mich darauf, von euch zu lernen. Ich rechne damit, dass ich auch von dir lernen kann. Machen wir uns an die Arbeit. Dann geht's los. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Ja. Die Republik sollte den Jedi keine Vorschriften machen. Ich habe vergessen, wie beeinflussbar ein Padawan sein kann. Vergiss nicht, die Jedi existieren, um der Republik zu dienen. Auch wenn wir anderer Meinung sind. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Okay, müssen wir jetzt gehen. Bin bereit, wieder hinauszugehen. Gutes zu tun. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Okay. So. So, haben wir uns jetzt eigentlich, haben wir jetzt irgendeine Ausrüstung bekommen? Nö. Okay. Dann nicht. So, dann gehen wir jetzt mal los auf unsere weitere Reise. Ja, also schreibt auch auf jeden Fall Verbesserungstipps in die Videobeschreibung, denn das ist erst der zweite Teil. Bin noch nicht so geübt da drin, also ich freue mich über jede Kritik und den Tipp. Also, ja. So, das ist keine wichtige Mission, die müssen wir nicht unbedingt annehmen. Ja, ist dort auch in der Nähe ein Taxi? Ich weiß es gar nicht genau. Müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das Spiel ist wirklich... Also kann man sich ruhig downloaden, also... Kann man auch alles aus dem Internet machen. Das Spiel ist kostenlos. Nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Also für ein kostenloses Spiel ist es doch schon sehr, sehr...
umfangreich. Also ich kann es nur weiterempfehlen, ist wirklich ein richtig tolles Spiel. Also das kostenlos zu machen, wirklich, also wie viel Arbeit hier reingesteckt werden musste. Ja, also wirklich, könnt ihr euch gerne downloaden. Ich kann euch ja mal die Webseite in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr dort mal vorbeischauen. Da findet ihr auch Foren. Ja. So. Ich muss mal ganz kurz was gucken, ob OBS noch überhaupt aufnimmt. Jo. Denn beim S17-Video hatte ich auch, da hat es kurz gehakt und dann hat es nicht mehr aufgenommen. Ja. Deswegen gehe ich jetzt über auf Nummer sicher, denn hier kann man nicht zurückspulen. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Augustin schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Es war uns nicht klar, wie groß die Bedrohung durch die Fleischräuber geworden ist. Und jetzt braucht ihr die Hilfe des Volkes, das ihr einst ignoriert habt. Ja. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Was ist denn los? Die Matriarchin scheint krank zu sein. Braucht sie einen Arzt? Danke, aber wir haben unsere eigenen Heiler. Das ist meine Tochter, Rana Taoven. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Danke, Mann. Wenn die Technologie verschwindet, sind die Fleischräuber erledigt. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Das Dorf ist sehr anfällig für Angriffe. Ihr braucht bessere Verteidigungsmaßnahmen. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Gut, dann geht's los. So. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt das Video an dieser Stelle und beim nächsten Mal gehen wir uns dann den Schlüssel besorgen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Fragen, Tipps, Tricks habt, könnt ihr mir das gerne in die Videobeschreibung schreiben. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!